Ja, wunderschönen guten Tag, hier ist Stefan-live.de. Ich habe heute ein bisschen was Verstörendes erleben müssen, wo mich ein bisschen wieder sehr, sehr nachdenklich und traurig gemacht hat. Ich war heute in Kempten, da ist mein Vater gestorben, gleich ein Kollateralschaden wegen Corona. Man hat ihn nicht gepflegt, beziehungsweise halt keine Pflege bekommen. Und dadurch ist er mehr oder weniger gestorben. Was man ihn betreut hat, ist er verstorben. Erst davor seine Frau, also meine Stiefmutter, ist auch verstorben. Notarztwagen kommen erstmal Test machen lassen, bevor man überhaupt die Person annimmt, dann kommt es weiter mal auch. Und dann war es halt dann irgendwie für zu spät. Auf jeden Fall die ganze Sache sehr, sehr, sehr traurig. Und jetzt war ich oben, heute bei der Wohnung, in Zivilübergebung vom Mieter, die ganze Geschichte. Und da war dann auch in dem Alterheim, in dem Altstadthaus, in Kempten, jemand auch wohl da drin zur Miete, ist auch jemand älters. Und zuerst ein Mann, den kenne ich auch, und der hat also zwei Impfungen hinter sich, seitdem trägt er keine Maske mehr. Er meint, er ist jetzt geschützt. Okay, gut, in Ordnung. Lass nur mal in den Glauben. Dann kurz drauf ist die Frau gekommen, dass wir irgendwie drauf kommen. Ihr Mann ist auch schwer, schwer krank, hat Defibri und der hat eigentlich auch noch, dann hat er noch andere Krankheit. Also Defibri, der läuft in 6 Jahren muss raus. Und wie gesagt, sie geht davon aus, dass es auch relativ bald hinter sich geht. Und dann hat die Frau natürlich auch erzählt, ja, sie hat jetzt auch eine erste Spritze sich geben gelassen. Und der mal ein bisschen geschwätzt geht. Und sie weiß es zum Beispiel auch, dass die, wenn die da die Politiker sich spritzen lassen, dass es eigentlich alles fake ist, dass da zum Beispiel Nadelnäher drin ist und so weiter. Also die Frau ist das sehr, sehr wohl bewusst. Habe aber durch das Gespräch herausfinden müssen, dass sie eigentlich, wie gesagt, der Mann ist schwer krank. Sie ist relativ fit noch für ihr Alter, also über 80. Aber man merkt, die Lebensqualität bzw. hat sehr, sehr nachgelassen, hat sie gesagt. Ja. Und sie ist eigentlich froh, wenn sie es hinter sich hat. Und deswegen hat sie auch gedacht, sie lässt sich's machen, die Spritze. Egal, ob es eine oder das andere ist, ob es positiv ist oder negativ ist. Das Leben ist sowieso nicht mehr groß. Lebenswert momentan, und das macht einen sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Es ist wirklich eine ganz nette Frau, und das ist etwas, wo ich sagen muss, also ich kann, das tut mir im Herzen weh, sowas. Gut, nichtsdestotrotz bin ich dann weiter dann nach Hause gefahren, über die A7, dann bei Wolfertshausen oder Wolfertspenden bin ich raus. Hab da in so einer Imbisskette bin ich rein, und ich, wie gesagt, ich bin Asthmatiker, ich kann keine Maske tragen, ich bin befreit, habe auch da keine Probleme gehabt, bin da reingegangen, kein Thema. Und dann ist auch jemand da gewesen, der hat eine FFP2-Maske gehabt, so wie man sie normalerweise muss, jeder hat es ganz anständig, und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Und auf jeden Fall hin und her, der war total überzeugt, wie gesagt, Maske bringt alles und alles andere ist gefährlich, und hat es aber auch verstanden bei mir, dass ich keine tragen kann. Ja, gut, zum Schluss habe ich dann irgendwann nochmal gesagt, auch wegen den ganzen Nachrichten, wie gesagt, man soll sich ja überall informieren. Da habe ich halt bloß beiläufig gesagt, dass ich zum Beispiel die Tagesschau seit, ich weiß nicht wie viel, zig Jahre
über 10 Jahre nicht mehr anschaue. Aber das heißt ja nicht, dass ich sie nicht ganz anschaue, sondern ich tue sie nicht gezielt anschaue, so wie in früheren Jahren, sondern ich tue ja im Internet mich informiere, im Radio kommt wieder immer etwas und. Bloß mit der Aussage, dass ich gesagt habe, du, über 10 Jahre schaue ich keine Tagesschau mehr an, guckt der Niesichter, den hat gar keine Ahnung, der wisst jetzt gar nicht, was er redet. Das hat mich, muss ich sagen, so schockiert. Also das, was in der Tagesschau kommt, nur in der Tagesschau, das ist der Maß aller Dinge. Und wenn man die nicht anschaut oder das nicht glaubt, was da zeigt wird, dann ist eine Diskussion zu Ende und wird nicht mehr weiter unterhalten. Weil sehen, keine Ahnung, ja. Das sind Situationen, wo ich sagen muss, ich kann es nicht verstehen. Es ist nur traurig. Ja, und wenn ich habe jetzt extra halt auch den Hintergrund hier nochmal vom Strand und so weiter. Ich habe ein Video gesehen, wo zwei Leute, die sind in Kroatien im Wohnmobil im Urlaub, berichtet, wie es dort ist. Und wie dort die Maßnahmen sind und so weiter und alles. Und wenn ich dann, ich sag mal, Deutschland betrachte, kommt mir da die Geschichte irgendwie sehr, sehr hoch und wiederholt sich irgendwie. Okay, dass natürlich Deutschland besonders stark mit, ich sag's mal, Corona verwickelt ist, das wissen wir. Die Frau Merkel war zum Beispiel in Wuhan, komischerweise zeitgleich, wo der Virusausbruch ist. Was natürlich sehr, sehr verdächtig ist. Dann die Verbindungen mit dem Drosten, mit seinen Tests und. Was weltweit mäßig für die Eskalation gesorgt hat. Und meine persönliche Meinung ist so, Deutschland muss die Situation so, wie es jetzt ist, aufrechterhalten. Weil, wenn das alles rauskommt, dass es alles ein großer Fake sein sollte, das sind wir in Deutschland weg. Dann vergiss es. Dann ist Deutschland endgültig weg. Da kommt unsere Vergangenheit mit dem Adolf Hitler und so weiter wieder hoch. Dann sind die Deutschen weg. Und komischerweise, ich wurde es heute auch eingefallen, okay, da gibt es ja die Georgia-Headstones. Da weiß ich, wer das weiß von euch, mit den Kindern auch da googeln, mit den 500 Millionen Leute, das wurde reduziert auf der Welt. Und auf den Guidestones zum Beispiel, von den Tafeln, wo das sind, ist keine deutsche Sprache mehr vorhanden. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie gesagt, das, was ich vorher gesagt habe, wenn das rauskommt, was wird mit Deutschland? Beziehungsweise, was wird mit Deutschland gemacht? Oder wie auch immer. Denkt euch mal eure Sache mal selber drüber nach, was ihr euch denkt. Googelt einfach mal nach Georgia Guidestones oder Guidestones, kommt automatisch Georgia. Wann war es? 1980 sind die erbaut worden. Und wenn man dann, ich sag's mal, auch die verschiedenen Verschwörungstheorien, die sogenannten Verschwörungstheorien, mal ein bisschen googelt, setzt sich eins zusammen, eins nach dem anderen. Ihr Puzzle ist phänomenal. Also ich bin wirklich sehr, sehr traurig, dass es so weit in Deutschland gekommen ist. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Habt den Kopf hoch, auch wenn ich jetzt der Kopf gerade ein bisschen sehr, sehr traurig bin im Kopf. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr das psychisch einigermaßen auf die Reihe kriegt oder bekommt.
ich muss sagen, ich habe da ganz, ganz große Probleme. Die ganze Sache, manchmal ist besser, man weiß weniger. Muss ich klipp und klar sagen. Je mehr man weiß, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Also lasst euch nicht unterkriegen. Schaltet euren Kopf ein und denkt selber drüber nach. Ich habe am Anfang auch Panik geschoben. Ich habe auch Risikopatient, bla 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 alles. Bis im April, Mai, April habe ich dann irgendwann mal gemerkt, da stimmt was nicht. Aber erst habe ich genauso Panik geschoben wie jeder andere auch. Glaubt es mir, ich habe Beweise da. Könnt ihr euch zeigen, Maske, wo ich gekauft habe, wo ich dann Probleme mit den Masken bekommen habe. Die haben Hautschutzdinger gekauft, die Desinfektionsdinger und alles zu horrenden Preisen und sonst was. Jeder hat Angst gehabt, ich war da dupfer gleich dabei. Aber ich bin aufgewacht und habe gemerkt, da stimmt was nicht und habe recherchiert. Mache jetzt auch. Und die vielen Tests, wenn viel getestet wird, kommt auch viel raus. Wenn jetzt zum Beispiel als, sag mal, 10 Leute in der Wald reingeht und sammelt eine Stunde, wenn sie gewisse Anzahl von Pilze, geht 1.000 Leute in der Wald rein und sammelt Pilze eine Stunde, kriegen natürlich mehr. Logisch, deswegen hat es deswegen nicht mehr Pilze. Aber so sieht ein PCR-Test aus. Da habe ich mal Gedanken drüber. Gut, vielen Dank. Ja, Stefan live. .de